Es gibt drei Gründe, die gegen einen Grenzgängerstatus in der Schweiz sprechen. Also wenn du in der Schweiz einen Job gefunden hast und möchtest Grenzgänger werden, solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Wir werden diese drei Gründe wirklich eingehend besprechen, aber auch eine Lösung präsentieren. Also wenn dich sowas interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Jetzt geht's los. Let's go. Grenzgänger werden in der Schweiz. Du darfst in der Schweiz arbeiten, hast einen super Lohn und wohnst weiterhin in Deutschland. Was soll es da Negatives schon geben? Ja, die meisten freuen sich, ragen die Hände in die Luft. Ich habe es erreicht, ich darf in der Schweiz arbeiten. Ja, das ist auch super. Du darfst in der Schweiz arbeiten, hast einen super Lohn, aber du musst einige Hauptgründe bedenken, die es gibt, die negativ für diesen Grenzgängerstatus sprechen. Also, wenn dich sowas interessiert, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos, denn wir wollen euch nicht nur die negativen Gründe geben, sondern wir wollen euch auch die Lösungen dazu geben. Was könnt ihr Kleines adjustieren, anpassen, damit ihr trotzdem diese negativen Gründe ins Positive rücken könnt? Also, bleib auf jeden Fall dran. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich sowas interessiert, alles was über die Einwanderung, Löhne und Gehälter in der Schweiz oder du planst in die Schweiz einzuwandern, dann abonniere sehr gerne diesen Kanal und wenn dir dieses Video gefallen hat, gerne ein Like geben, das hilft uns ungemein für den Algorithmus hier bei YouTube. Aber lasst uns direkt starten. Der erste Hauptgrund, der gegen einen Grenzgängerstatus spricht, sind die Steuern. Ja, ihr dürft in der Schweiz arbeiten, ihr habt aber euren Lebensmittelpunkt in Deutschland. Das heißt, dass ihr steuerpflichtig seid in Deutschland. Und das ist nicht so, dass ihr in beiden Ländern Steuern zahlen müsst. Ja, temporär, denn von eurem Lohn wird automatisch 4,5% abgezogen. Die sogenannte Quellensteuer für den Grenzgängerstatus. 4,5%, egal wo du dich befindest. Und diese 4,5%, die du schon abgegeben hast, dem Schweizer Staat, der wird dir angerechnet dann bei deiner Steuerpflicht in Deutschland. Also ihr zahlt nicht doppelte Steuern in den zwei Ländern, sondern es wird einfach angepasst, deine Steuerschuld in Deutschland wird das, was du schon abgegeben hast, an Steuerpflicht angerechnet. Ja? Und das sind gute News, aber trotzdem, ihr müsst bedenken, dass ihr einen sehr guten Lohn in der Schweiz habt. Das heißt, ihr könnt sehr schnell diesen Spitzensteuersatz in Deutschland erreichen. Wenn du eine gute Qualifikation hast, sagen wir einen Masterabschluss, dann wirst du höchstwahrscheinlich ab 6.000 Schweizer Franken verdienen. 6.000 mal 13, 78.000. 78.000 Schweizer Franken Lohn. Und die musst du natürlich umrechnen in Euro und das ist dein Euro-Lohn. Und dann wirst du sehen, das ist natürlich ein ganz großer Unterschied mit dem Lohn, den du damals in Deutschland hattest. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf deine Steuerpflicht, die du den deutschen Staat zahlen musst. Also sehr gut informieren, ob sich das wirklich lohnt, in deinem Fall Grenzgänger zu werden. Es hat sehr, sehr viele Vorteile. Ich habe übrigens auch ein Video gemacht, wenn ihr euch die Frage stellt, soll ich lieber Aufenthalter oder Grenzgänger werden? Klickt auf dieses Video hier oben und wir gehen alle Pro und Contra für den jeweiligen Status dann auch durch. Aber lasst uns heute fokussieren auf diese drei Hauptgründe, die gegen einen Grenzgängerstatus sprechen. Der erste Grund, den haben wir gerade besprochen, Steuern. Achtung! Zweiter Grund ist natürlich die Pendelei. Jeden Morgen musst du hin und her pendeln. Das ist natürlich sehr mühsam, denn du musst dir vorstellen, du bist nicht der Einzige, der in der Schweiz arbeitest. Wenn du in speziellen Hotspots bist, wie Weil am Rhein, Konstanz, Singen, da pendeln sehr, sehr viele Leute in die Schweiz und du wirst eine Überlastung des Straßennetzes haben. Sehr, sehr viele Leute sind unterwegs, wollen die Grenze überqueren, da gibt es meistens auch noch Kontrollen. Das kann durchaus sein, dass dich ein Grenzwächter dann rauszieht und dich kontrolliert. Und ihr müsst immer diesen Punkt Zeit auch mit einberechnen. Ihr könnt durchaus vielleicht am Morgen eine Stunde von Singen nach Zürich pendeln. Aber am Abend ist sehr, sehr viel Stau. Alle wollen zurück nach Hause, nicht nur nach Deutschland, auch in andere Schweizer Städte. Und da braucht ihr sehr, sehr viel Zeit, um auf der Straße endlich dann wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Also bedenkt das, die Pendelei ist nicht einfach. Sprechen wir über den dritten Grund, bevor wir auflösen, was es eine Lösung geben könnte für die drei Hauptgründe, die gegen einen Grenzgängerstatus sprechen. Lasst uns gleich darüber sprechen. Aber der dritte Grund ist natürlich die Währung. Du verdienst in Schweizer Franken und du musst das Geld jeden Tag umtauschen in Euro. Das ist Planungssicherheit ist hier nicht unbedingt gegeben, denn jeden Tag verändert sich der Kurs.
Und du musst immer schauen, es ist eine Planung, ja? Wann wirst du deine Schweizer Franken in Euro umtauschen? Sagen wir, heute ist der Schweizer Kurs bei einem bestimmten Wert. Du bekommst, sagen wir mal, für 1000 Schweizer Franken 980 Euro und am darauffolgenden Tag vielleicht nur 960. Das sind zwar nur 20 Euro, aber wir sprechen hier nur von 1000 Schweizer Franken, erstens. Und zweitens sprechen wir von vielleicht einem Tag. Also ihr müsst gucken, wenn ihr größere Mengen umtauschen wollt und der Kurs sich so verändert, dass der halt negativ für dich spielt, das heißt, dass du weniger bekommst, das ist natürlich dann auch schwierig. Ja? Du willst ja natürlich den größten Ertrag. Hier muss man natürlich aber relativieren. Der Schweizer Frank ist sehr stark. Wenn ich ihn vergleiche mit vor 10 Jahren, ja, dann habt ihr auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Euro als in der Vergangenheit. Also klar, man möchte natürlich optimieren, aber ihr müsst immer das gesamte Bild anschauen. Ihr profitiert schon sehr von einem starken Schweizer Franken. Ihr habt die Chance, wirklich in der Schweiz zu arbeiten. Und auch wenn es ein paar Euro variiert, kann auch mal 100, 200 Euro sein, ihr profitiert immer noch, wenn man vergleicht mit vor 5, 6, 7, 8 Jahren. So, das waren die Hauptgründe. Steuern, Pendelei und der dritte Grund natürlich die fremde Währung. Wie könnt ihr das jetzt optimieren? Für die Steuern. Ihr wisst vielleicht, dass es einen speziellen Status noch gibt. Es gibt nämlich einen speziellen Status für den Grenzgänger, der heißt Wochenaufenthalter. Dieser Wochenaufenthalter hat eine Bewilligung, so wie der Grenzgänger, eine G-Bewilligung für die Schweiz, aber er wohnt unter der Woche in der Schweiz und pendelt am Wochenende zurück in sein Zuhause, zur Familie, nach Deutschland. Diesem Wochenaufenthalterstatus seid ihr steuerpflichtig in der Schweiz. Das heißt, ihr werdet deutlich weniger Steuern bezahlen. Das ist ein Riesenvorteil. Aber dieser Wochenaufenthalterstatus ist nicht einfach zu bekommen, das sage ich euch gleich. Ich habe hier ein Video darüber gedreht, klickt auf jeden Fall drauf, wenn euch sowas interessiert. Wir gehen alle Details durch und dann werdet ihr sehen, ob das eventuell für euch eine Option ist. Der zweite Grund war die Pendelei. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, Zeit und Kosten werden sehr hoch sein. Aber du kannst natürlich auch schauen, wenn du in speziellen Orten wohnst, die eine gute Vernetzung hat mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in den Städten der Schweiz, wo du vielleicht arbeitest, dann ist das natürlich interessanter und cleverer, mit den Öffentlichen zu fahren. Was heißt das? Wenn ich in Singen oder Konstanz wohne, dann habe ich eine sehr gute Verbindung für die Schweiz. Oder selbst in Stuttgart. Nehmen wir Stuttgart zum Beispiel. Da habe ich den ICE, der bis nach Zürich fährt. Und das ist ein Riesenvorteil. Da werde ich nicht unbedingt mit dem Auto fahren müssen. Ich bin da komfortabel, kann mich zurücklehnen, darf auch vielleicht direkt arbeiten, kann vielleicht schon an meinen Projekten arbeiten. Das ist ein Riesenvorteil, wenn ich nicht unbedingt immer fahren muss. Wenn du natürlich in Kleinstädten wohnst, die keinen öffentlichen Verkehr haben, dann wird das natürlich schwierig. Dann bist du angewiesen auf ein Auto. Aber wenn du in den größeren Städten wohnst, wie zum Beispiel Radolfzell, Konstanz, Weil am Rhein, du hast gute Verbindungen, Weil am Rhein zum Beispiel, da würde ich nie ein Auto nehmen, wenn ich nach Basel fahre. Da kann man schnell mit dem Zug rüberfahren und dann ist man schnell auf der Schweizer Seite. Also beachtet es, das ist die Lösung. Ihr könnt auch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Und Punkt 3, die Währung. Ihr wisst ja, für Grenzgänger ist es sehr schwierig, ein Konto zu öffnen in der Schweiz. Und wenn das möglich ist, dann sind die Kosten sehr, sehr hoch. Warum? Weil die Banken nicht unbedingt diese Personen ein Konto anbieten möchten. Administrativer Aufwand etc. Sie wollen im Grunde genommen nur Personen, die in der Schweiz wohnen. Aber es gibt Ausnahmen. Es gibt die PostFinance zum Beispiel, die bietet auch für Grenzgänger ein Konto an. Und das ist ein Riesenvorteil, aber das ist natürlich mit Kosten verbunden. Aber wie tauschst du deine Schweizer Franken jetzt in Euro? Da wirst du natürlich nicht an Schalter gehen bei der Schweizer Bundesbahn. Aber wie tauschst du dein Geld, Schweizer Franken, in Euro? Da gibt es verschiedene Plattformen, Wise zum Beispiel, die das machen. Oder du kannst zum Beispiel auch mit deiner Bank schauen, was für Gebühren anfallen, wenn du dein Geld umtauschen möchtest. Meistens, wenn man über die Bank geht, ist es teurer. Ihr müsst zwischen einen anderen Provider gehen. Wir können euch gerne Tipps und Tricks geben. Wenn euch sowas interessiert, gerne in den Kommentaren geben wir euch verschiedene Tipps, wie das geht. Aber es gibt Möglichkeiten, die es in der Vergangenheit nicht gab. So, ich freue mich, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir haben heute über den Grenzgängerstatus gesprochen und die drei Hauptgründe,
die eigentlich dagegen sprechen. Aber ihr habt ja gesehen, es gibt immer eine kleine Lösung, ja? Eine Option, die diesen negativen Hauptgrund ins Positive rückt. Wochenaufenthalterstatus oder zum Beispiel den Zug nehmen statt das Auto, wenn man pendelt in die Schweiz. So, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr wissen wollt, was die drei positiven Gründe für den Grenzgänger ist, da können wir in der Zukunft wieder ein Video darüber machen. Aber die Hauptgründe über den Grenzgänger, Wochenaufenthalter und den Aufenthalter haben wir schon mal in einem Video gemacht. Schaut euch das auf jeden Fall an. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis bald. Ciao, ciao.